Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Unboxing-Video und zwar habe ich mir etwas gekauft. Diesmal handelt es sich um diese Hochzeitskutsche. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich habe das noch nie gesehen. Und ja, wir werden gleich einfach mal schauen, was da alles so drin ist. Und wir haben da auch ein exklusives Pferd dabei und ja, das werden wir uns gleich hier alles nochmal angucken, was hier noch drin ist. Hier gibt's, was ist das denn? Okay, wir werden das wahrscheinlich eigentlich gleich alles sehen. Und mal gucken, ob ich dazu ein Video machen werde. Also ich werde ein Video auf jeden Fall damit machen. Mal gucken, aber wie ich das gestalte. Ihr könnt mir ja auch mal Ideen in die Kommentare schreiben, falls ihr Ideen habt, wie ich das gestalten soll. So, das wird jetzt hier erstmal aufgeschnitten mit einer Schere. Und ich glaube, an den Seiten nicht. Ich glaube, das kann man einfach hier oben dann aufmachen. Au. Oh. Da ist noch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Aua. So. Hui. So. Oh mein Gott, ich habe mich hier gerade geschnitten. Egal. Hier haben wir auf einmal schon mal das Pferd. Das hole ich gleich raus. Ich würde erstmal sagen. Oh, hier sind sogar drei Personen drin. Ich würde erstmal sagen, ich hole alle Einzelteile raus und danach kümmern wir uns, wie es weitergeht. Oha, guck mal. Ich habe hier so einen Bogen. Hier ein paar Zubehörsachen und ich glaube, das ist die Kutsche an sich. Und hier haben wir einmal eine Anleitung. Die sieht echt groß aus. So. Das ist jetzt alles drin gewesen. Ich frage mich gerade, was ist das hier? Ah, ich glaube, das ist dieser Schirm. Huch. Egal, wir werden mal gucken, wie das gleich gehen wird. Hoho. Hier sind auch noch Sticker dabei. Okay, darum werden wir uns auch gleich noch kümmern. Was müssen wir eigentlich als erstes machen? Wir kommen gleich zum Pferd, keine Sorge. Okay, danach müssen wir die zusammenbauen. So, das kommt jetzt erstmal hier beiseite. Und ich würde sagen, wir kümmern uns mal hier rum. Ich würde mal so schätzen, dass das ein Lipizzaner ist, aber wirklich kann ich das jetzt nicht sagen. Wow, sehr schön. Okay, hier ist ein kleiner Kratzer. Oh, aber sonst. Oh, hier auch. So. Ja, gut. Außer ein paar Kratzern sieht das Pferd auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Meiner Meinung nach. Ich werde damit auf jeden Fall ein Video machen und ihr seht, so groß ist circa, hier ist meine Hand und so hoch ist das Pferd. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ja, ihr könnt mir ja Namensvorschläge in die Kommentare schreiben und ich hätte auch noch eine süße Schleife. Ja. Vielleicht werde ich auch nochmal später dazu was sagen, aber ich finde, wir können auch erstmal noch die Figuren aufbauen und danach kommen wir zur Kutsche. Insgesamt gibt es drei Personen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich könnte mal schätzen, dass das Hannah ist und der Rest. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Hui. Ja, sie sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Ich habe die Haare gar nicht raufbekommen, weil ich das nicht übers Ohr bekomme. Aber mal gucken, vielleicht mache ich das einfach später nochmal. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Ich schaue einfach sonst nochmal eine Anleitung nach. Kommen wir jetzt hier, obwohl, ich glaube, um die beiden Figuren kümmere ich mich lieber später. Weil man ja auch hier sehen kann, dass die hier was anhaben. So beginnt die erste Seite und ich würde sagen, oh nee, da oben. Okay, mal gucken. Jetzt muss ich erstmal die Teile finden. Ich würde sagen, dass das die hier in dieser Tüte sind. Das sind sie wohl. Es gibt anscheinend vier. Und dann benötigen wir... Ach, das müssen wir zweimal machen. Jetzt verstehe ich das. Das wird jetzt da reingeklipst. Das ging eigentlich relativ easy. Vergesst unbedingt nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ja, das müssen wir jetzt nochmal machen. Jetzt haben wir zwei Dinge davon. Und das müssen wir nicht zweimal machen. Wir brauchen zwar die großen Räder. Das sind die hier.
Und die kommen jetzt hier einfach raufgesteckt. So. So müssen wir die kleinen Räder befestigen. Jetzt haben wir schon mal die beiden. Und jetzt soll auf die kleinen Räder dieses Gestell. Zweimal? Ich habe das doch nur einmal, oder? Also ich habe das jetzt irgendwie nur einmal, aber vielleicht. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das einfach nur ein Fehler. Obwohl, ich weiß gar nicht. Weil hier auf dieser Verpackung ja das vorne auch noch dabei ist. Freunde der Sonne, ich habe das gar nicht zweimal. Ich werde sonst nochmal weitermachen und gucken, ob es mir danach immer noch fehlt. Ja, mal gucken. So, habe ich gemacht. Jetzt geht's weiter. Jetzt soll das hier einfach rein. So, das sind so Trompeten. Ich dachte kurz, das ist so eine Kanne. Ja, oder beziehungsweise Lautsprecher. Mein Gott, jetzt sollte da noch so ein Fach rein. Oh, das kann man dann auf und zu machen. Weiter geht's mit der Kutsche an sich. Und zwar sollen wir Türen befestigen. Die könnte man da einfach so reinklicken. Okay, jetzt sollen wir schon kleben. So, und die habe ich jetzt auch auf beiden Seiten befestigt. Und jetzt sollen wir diese Teile hier drin befestigen. So, das ist schon mal fertig. Weiter geht's auf die nächste Seite. Oh Gott, was sollen wir da jetzt machen? Okay, ich verstehe. Ach so, es gibt ja zwei Sitze. Habe ich total vergessen. Einmal der und einmal dieses Polster. Okay, das sollte man von unten dann durchstecken. Und jetzt können wir das auch drauf befestigen. Und jetzt hat man hier, glaube ich, noch so Stauraum. Jetzt bauen wir uns noch eine Kiste aus den beiden Teilen. So, bisschen Geduld und dann klappt es auch. Ich dachte, ich schaffe das nicht mehr. Jetzt soll da noch ein Sticker befestigt werden. Ich würde sagen, der ist sogar gerade aufgeklebt worden. Und da soll jetzt eine Decke rein. Ich vermute mal, dass sich diese in dieser Tüte befindet. Hui. Oha, interessant. Oh, das ist ein angenehmer Stoff. Sehr cool. Ich dachte kurz, das ist eine Schabracke fürs Pferd, aber nein. Und hier haben wir ein Kissen. Das sieht total süß aus. Und dann noch die beiden Sachen. Ich zeige euch dann später, wie das sozusagen angezogen aussieht. Oh. Ach so. Das ist von den Figuren, die haben doch immer so ein Armband. So. Falls ihr nicht wisst, worum es geht mit diesen Armbändern, das habe ich im letzten Video erklärt, beziehungsweise im letzten Unboxing. Das war nämlich diese große Reithalle. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ja, jetzt sollen wir das so da befestigen. Und die Kutsche ist jetzt somit beweglich und fällt nicht ab. Und der kann jetzt hier rauf gesetzt werden. Okay, das ist schon mal fertig, beziehungsweise fehlen noch die Räder. Und genau, das soll jetzt da reingeklickt werden. Das war ein bisschen anstrengend, das reinzubekommen, aber jetzt steht sie auch endlich, würde ich sagen. Und wir schauen mal, wie es auf der nächsten Seite weitergeht. Und jetzt fehlt uns ja noch dieser rosa Schirm. Da fährt sie davon. So. Würde ich jetzt mal sagen. Und das wird jetzt hier noch reingeklippt. Ja. Reinge. Dings. Das schon drin. Nein, jetzt das andere auch erst jetzt. Ich glaube, das sieht richtig aus. Ja. Okay, zunächst das Ganze hier. So habe ich das jetzt erstmal gemacht. Ja, habe ich gemacht. Das habe ich. Ja, gut, das können wir später machen. Ah, okay, jetzt sollen wir das hier alles ausstechen. Und die Kutsche dann damit verzieren. Na, dann machen wir das auch mal. Ui, 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 ui. Da ist mir was verloren gegangen. So, jetzt habe ich die erstmal ausgeknipst. Die habe ich jetzt erstmal reingelegt. So, hier habe ich jetzt. Oh nein, nein, nein. Das war jetzt stumm. So, die drei habe ich jetzt. Und jetzt fehlt nur noch dieser Kranz mit Schmetterling. Man kann das jetzt hier alles so verzieren, wie man halt möchte. Hier habe ich wieder so ein paar Schleifen. Muss man natürlich nicht, kann man aber,
machen, wenn man das denn gerne möchte. Ich habe jetzt einfach als Beispiel ein paar Schleifen dran gemacht. So, und das kann man natürlich jetzt hier auch am Geschirr machen. Vielleicht sind es ein bisschen zu viele Schleifen, aber ich wollte euch zeigen, dass es halt geht. Und auf diese, auf die Kutsche kann man das natürlich auch machen. Beispielsweise dort und auch hier hinten. Ich habe das jetzt hier auch einfach einmal gemacht. Habe ich jetzt auch hier vorne ran gemacht. Ups. Und auch hier ran. Ich glaube, das passt ganz gut mit den Rosen. Oh, ich habe nur noch, ach, weil ich den einen oben dran, ran gemacht habe. Dann kommt das Herz jetzt einfach hier hin. Passt halt irgendwie gar nicht, aber ja, warum nicht? So, auf beiden Seiten sind es ein paar Rosen. Jetzt sind mir noch 5 Herzen übrig geblieben. Ich glaube, ich lege die einfach da rein. So, und schaut mal, man kann das jetzt hier so aufmachen. Cool. Gut, aber wir sind ja noch nicht fertig. Das heißt, eine Seite weiter. Das werden wir jetzt bekleben. So, relativ gerade. Und das sieht jetzt so aus. Wir haben jetzt hier noch eine Kamera, wo ich das noch bekleben soll. Ist ein bisschen schief, aber es geht. Als nächstes sollen wir den Blumenstrauß zusammenbauen. So sieht er jetzt aus. Uiuiui, das wird jetzt aber uiuiui. Okay, ich würde sagen, ich mache das mal kurz. Ich erkläre euch sonst, wie ich das gemacht habe. Aber erstmal müssen wir das halt bekleben. Jede einzelne von diesen Rollen. Dann mal gucken. Rolle Nummer 1, Nummer 2, 3, 4 und 5. Und hier ist 5. Jetzt brauchen wir dieses lange Band, beziehungsweise diese Kordel. Okay, ich bekomme die da irgendwie nicht durch. Ich habe jetzt auch, ich könnte jetzt auch nicht so eine Nadel holen, um das dann mit der Nadel da durchzustecken. Ich glaube, das soll so rum. Nee, ich glaube doch nicht. Das ist falsch, aber anders kriege ich es nicht hin. Ja, dann ist das halt so. Dann lasse ich es so. Ja, das sieht natürlich jetzt ein bisschen blöd aus, aber gut, kann ich jetzt nichts für. Ich habe das Gefühl, ich habe das ein bisschen sehr falsch gemacht. Ja, ich bekomme da jetzt gerade vielleicht sogar noch einen Knoten, aber das ist auf jeden Fall ein bisschen falsch. Okay, ich glaube, ich habe mir gedacht, dass sie mir sonst einfach so eins davon, ich lasse eins einfach übrig. Ich darf es nur nicht verlieren. Ja, also es sieht jetzt nicht so aus, wie es aussehen sollte, aber ich habe es nicht besser hinbekommen. Naja, gut. Wir können mit den Personen weitermachen. Und zwar einmal dem Mann. So sieht er jetzt aus. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, wie das anziehen soll. Anscheinend so von der Seite, aber den Arm kriege ich nicht rüber. Und so geht das auch nicht, weil das fast reißt. Okay, ich habe es jetzt irgendwie hinbekommen und so sieht das jetzt aus. Ich habe die Arme so hoch gemacht, glaube ich. Und dann so. Und irgendwie dann runtergezogen hat es gepasst. Und jetzt fehlt noch die Frau. Hier ist wieder ein bisschen dasselbe Problem, dass ich das irgendwie nicht so rübergezogen bekomme. Ja, mal gucken. Das ist dehnbar und deswegen kann man das jetzt so einfach hochziehen. Und jetzt hat sie ein Kleid. Und jetzt fehlt nur noch. Ja, so sieht es jetzt aus. So, ich habe das jetzt erstmal aufgebaut und dabei waren auch noch 2 süße Tauben. Die sehen echt süß aus. Ups, hier ist die andere. Mit ihr habe ich das jetzt hier immer noch nicht hinbekommen. Es funktioniert einfach nicht. Aber da kommt jetzt einfach der Helm drauf und gut ist. Ja gut, man sieht es halt trotzdem total. Ich weiß nicht, wie ich es anders hinbekommen soll. Und so eine Flasche war da auch noch dabei. Und Äpfel. Und hier dieses weiche Kissen. So Leute, das war das Set. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Schreibt mir, wie gesagt, unbedingt in die Kommentare, was ich denn damit drehen kann. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ups, bis dann.